bin gespannt, die letzte Folge Space gegönnt. Oh, mal wieder. Nice, Leute. Ne. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft. Space und ich bin wieder euer Scaber. Und was haben wir jetzt vorhin mal Space gemacht? Da waren wir ja mit Fabi zusammen und haben die Snow Queen getrollt. Auf Troll-Lol-Basis. Und haben bei der Snow Queen das Ganze von ihr, den ganzen Bereich, in die Luft gesprengt. Für unseren Gott. Alles für Sphinx. Geheiligst werdest du, mein einfacher Sphinx. Ich hoffe, ich habe den so gut gestellt und krieg welche krassen neuen Sachen, wenn ich Quests von dem mache oder Punkte. Weil eigentlich hätte ich die. Warte, Leute, hier. Effekte wollte ich jetzt nicht freezen. Wollte ich eigentlich hier die Quest abschließen, aber nein, Fabi muss ja bei mir im Claim. Muss ich Aufgaben bei Sphinx machen, um dann bei mir mein Haus zu vollenden, zu claimen, und vielleicht kann ich das Gebiet auch noch größer machen. Spiel, hallo. Danke dafür. Leute, wir können außer diese Quest kaum noch was in Sphinx machen, weil ich habe irgendwie bis jetzt alles gemacht. Der jetzigen Power. Schreibt mal in die Kommentare bitte, was ich in Sphinx noch machen kann. Soll ich die anderen weiter trollen oder so, Leute? Mal sehen. Ich würde sagen, heute machen wir mal eine Quest von Sphinx. Und Fabi hat ja gesagt, er wollte irgendwie Krieg mit mir beginnen. Hat der Nachtaufnahme noch irgendwie gesagt, ja, vielleicht mache ich was bei den Kisten oder so. Deswegen habe ich jetzt meine Hauptkisten, wartet, Leute, hier, meine Hauptkisten versteckt. Wir haben jetzt nur noch Redstone, Chills and Bits, Cases, Rüstung, Schwerter, Blöcke, Items und so Mob-Drops habe ich weggemacht. Die dran Sachen, die brauche ich jetzt nicht. Und so, ich zeige euch das Versteck jetzt nicht und Magie-Sachen brauche ich nicht. Falls Fabi die Folge nachguckt, ich habe extra eine Warpage gemacht. Hier in so einem kleinen Raum, den habe ich extrem gut versteckt. Ich glaube, wenn ich den ohne die Warpage suche, werde ich den selbst nicht mal mehr finden. Ja, gut, Leute. Im Endeffekt ist das so ein Block unter der Decke. Nein, Leute. Wir haben hier dann hier unsere ganzen Waffen. Wir haben hier unsere Ressourcen. Hier haben wir den Mob-Drop-Zeug. Und hier die anderen Troll-Sachen oder normale Blöcke halt, Leute. Das sind halt meine Sachen bis jetzt, die ich versteckt habe, Leute. Aber ich würde sagen, da wir jetzt nicht sehr viel machen können, gucken wir mal in der Mitte. Danke dafür, ich bug im Block. Mein Spiel laggt, für euch laggt die Aufnahme bestimmt. Was geil ist, Leute. Ab in die Mitte, würde ich sagen. Und es hat sich eigentlich nichts in den letzten Tagen getan. Luca hat, glaube ich, sein Geschenk immer noch nicht aufgemacht, weil Luca war in den letzten Tagen sehr viel privat unterwegs. Und Fabi, der hat einfach vergessen, Sphinx wieder zu bringen. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum unserem guten alten Gott Sphinx. Er weiß, dass ich Punkte brauche, ob wir Quests machen können. Günther Krieger, bist du bereit für eine neue Quest? Du weißt, wenn du sie nicht machst, bist du dran. Auf jeden, komm rüber. Skateball, gut, dass sich dein Haus hier entwickelt hat. Gute Arbeit mit der Snow Queen. Nachdem bei dir eingebrochen wurde, richte ich und klaue und trolle Firegun. Ich gebe mein Bestes. Damit bin ich freudig. Wir haben ja im letzten Part ein bisschen Fabis Treppe kaputt gemacht. Sorry, Fabi, an der Stelle. Aber ja, ein bisschen trollen und einbrechen habe ich kein Problem, Leute. Was wir machen können, wir können ja mal gucken. Okay, TNT habe ich auch noch. Ja, TNT mache ich nicht. Wir können mal gucken, was noch so Troll-Sachen kosten. Weil dann kann ich mal ein paar Troll-Sachen. Ja, gut, Leute. Intelligente Nummer hier durch zu springen. 15 für einen Loot-Spike. Heidewitzka. Okay. Wie craftet man die? Okay. Dann machen wir es anders, Leute. Aber erstmal gucken wir bei Fabi, wie viel er so geclaimt hat. Warte, Leute. Läuft. Sein Haus ist echt eine Todesfalle. Danke dafür, dass er da, wo ich spawne, Lava hingesetzt hat. Das ist mega geil. Danke, Fabi, dafür. Alter. Ich hasse diesen Jungen. Genau da, wo ich mich zu Fabi warpe, ist jetzt Lava gewesen. Ja, Abkühlung. Und warum lag die Aufnahme für euch? Ah, ich wollte nicht zu Sphinx. Ich bin gerade lost, Leute.
Ich nehme es gerade auch um 10:30 nachts auf, weil ich es vorher nicht geschafft habe. Und jetzt backe ich im Block auch noch. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Leute, bin ich denn jetzt gelandet? Ah, wartet, Leute. Oh. Okay. Wir brauchen hier einen Chunk, glaube ich. Okay, ums Haus zu kommen, würde ich sagen, zwei Chunks oder so. Wie komme ich jetzt raus, Leute? Ich habe mein Face Staff. Leute. Da. Nice, wir sind draußen, Leute. Nice. So. Okay, Fabi hat geterraformt, weil ich ein bisschen kaputt gemacht habe. Nice. Okay, Leute, wir brauchen Chunks. Das ist der Chunk. Zwei Stück claimen wir dann mal. Oder ich baue mich einfach rein. So, bei Sphinx, wie viele Punkte habe ich noch, Leute? Zack. Zack, zack, zack. Ah, Mann, die Aufnahme ist die ganze Zeit überlastet. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht für euch irgendwie in der Aufnahme. Mein Spiel laggt irgendwie. So, ich habe 29 Punkte. Ja, danke Spiel dafür. Ich kaufe mir ein. So, kann ich bei Fabi einen Chunk in Claim. Aber gehe erstmal zu meinen Truhen und hole mir da ein paar Sachen. Zack. Ich würde sagen, wir nehmen auch die Seite, wo Kisten sind. Danke dafür. Ich hasse Sphinx. Es funktioniert gar nichts mehr, wie es mal war. Der Sinn noch nicht. Ich sag nichts mehr dazu. Lava nehmen wir mit. Falls wir noch mehr Lava brauchen. Spikes. Nee. Spikes brauche ich jetzt nicht, oder? Haben wir hier. Nehmen wir mal den mit. Falls wir das kaputt machen müssen, Leute. Der ist immer wieder funny. Okay, ich würde sagen, wir porten uns zu Fabi rüber. Geil, ich bin im Block. Zack, bin draußen. So, Leute. Die Frage ist jetzt, bei welchem Chunk sind die Kisten? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, hier ist Wilderness. Das ist die Truhenseite. Hier oben sind die Truhen. Dann ist das. Wartet, Leute, wir müssen kurz checken. So. Wartet, Leute. F3G. Wir müssen, um an die meisten Truhen zu kommen, den Chunk entclaim. So, Leute. Ich würde sagen, den entclaimen wir. Es ist. Ist das der? Hier, der Chunk. Ist das nice. Ist das auch die Haustür? Ja, nice, das ist die Haustür. So müssen wir nichts kaputt machen. Was ist das denn? Läuft? Fabian hat aber eine neue Kammer. Ich weiß nicht, ob er die in einem Video gezeigt hat. Ups. Sorry, Fabi, dafür, dass ich was gespoilert habe. Aber hier oben Team Fire, Wilderness. Gut. Was haben wir hier in der Truhe? Nichts. Okay, das Problem ist, bei Fabi zu klauen. Geil, ich habe seinen Damage Plus Bogen. Geil. Okay, das wird spaßig. Schnell Damage Plus Bogen. Okay, Essen. Okay, der ist noch in seinem Chunk. Sphinx Coins. Ja. Machen die Bogen irgendwas? Müssen ihm seine guten Sachen wegnehmen. Okay, ein Poison Bogen kommt weg. Okay, wir müssen ihm seine starken Waffen wegnehmen. Weil ihr habt gesehen, er hat jetzt ein Damage Plus Schwert. Das kann so nicht angehen, Leute. Es kann so nicht angehen, wenn er die Sachen so hat. Das. Nein. Nein, Leute, einfach nur nein. Okay. Ich kann.
Kneis, Leute, ich kann aus dem Enclaimed Chunk noch Sachen rausnehmen. Hier nehmen wir nochmal Sphinx Coins. Ach, Blinding, das ist wack. Okay, Leute. Ich würde sagen, so. Gut. Hier. So, das ist der ganze Chunk. Die Frage ist, wo machen wir jetzt eine Falle hin? Wir könnten hier die Treppe. Wir machen. Leute, so machen wir das. Machen aus der Treppe. Ich habe Ghostblöcke. Hat Fabi bei sich noch oben Ghostblöcke? Nimm ich einfach seine Ghostblöcke. Erze, nein. Oder? Warum hat Fabi keine Ghostblöcke? Hat er hier irgendein. Er hat keine Ghostblöcke. Geil. Ab zu meinen Truhen. Und meine Ghostblöcke mit. Die sind ja im Keller. Geil, Leute, ich komme schon wieder mit meinen Warpages, klar. Sphinx, danke dafür. Aufnahme, danke fürs Laggen, für die Zuschauer. So, meine Ghostblöcke. Die Sphinx Coins kommen erstmal hier zur Reserve. So zu Fabi. Zack. Hallo. Hallo. So, jetzt bin ich draußen, Leute. Zack. Zum Glück haben wir diesen Zauber gemacht, Leute. Zum Glück haben wir diesen Zauber gemacht. So, kommen wir jetzt ganz einfach von A nach B. Können uns so aus Sachen rausbuggen. Really? Okay, nice. So, Leute, wir brauchen hier Ghostblöcke. Machen wir so. Weil dann kann ich den Block hier so machen. Dann mache ich den Block hier so. Gut, Leute. Machen wir alles sehr, sehr smart. So. Hier. Ups. So. Du kommst hier so abgebaut. So, Leute. Dann bleibt die Treppe trotzdem noch bestehend. Aber sind Ghost Blöcke. Die ganzen Blöcke. Und dann, wenn Fabi hier runter geht, irgendwas machen möchte, fällt der Junge runter. Nice. Okay. Hier, so, zack. Okay, zack. So. Dann bauen wir. Läuft bei Fabi. Hier, so. Zack. Das wollte ich jetzt nicht. So. Ich wollte das so machen. Dann hier. So einen kleinen Lavasee. Und dann kann Fabi hier ein bisschen schwitzen, ne? Wir haben ja eh Sommer. Dann passt das ja, ein bisschen schwitzen. Dann kann Fabi mehr schwitzen als. Hier ist sogar schon Lava. Nice. Dann verwenden wir die einfach mit. Guck, Leute. Müssen wir nicht mehr ganz so viel von meiner Lava nutzen. Geil. So, hier. Okay, ich wollte schon sagen, wo sind die ganzen Lava-Eimer, die ich mitgenommen habe. So, hier. So. Verbreitet sich das jetzt? Oder müssen wir das... Lava, hallo? Machst du bitte den hier? So, Leute. Und jetzt, Fabi rennt hier die Treppe so runter, weil er zu seinem neuen Bereich möchte. Und stirbt, Leute. Geil. So. Passt. Ich würde sagen, ein bisschen geklaut, ein bisschen getrollt. Dann passt das, Leute. Haben wir Sphinx auch gut gestellt, kriegen Punkte. Und dit passt. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like, dann könnt ihr weitere Videos mit zu verfassen, abonnieren. Sorry, wenn meine Codierung wie jetzt überlastet war. Alles. Ja. Ich spiele Sphinx eigentlich auch schon mit eigentlich wenig FPS oder sehr laggy. Aber ich habe mein Spiel jetzt ein paar Mal restartet. Egal, Leute. Trotzdem würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und könnt ihr weitere Videos mit zu verpassen, abonnieren. Und sonst euch nicht. Ciao. Leute.